Hallo und herzlich willkommen zur 120. Folge von Dark Souls 2. Ja, wir schwelgen immer noch in den Erinnerungen der Bäume rum. Wollen jetzt allerdings nochmal eben schnell unsere Ausdauer wieder hochbringen. Also Lebenspunkte vielmehr. Dafür werden wir mal eben schnell, oder haben wir mal eben schnell eine Menschlichkeit benutzt. So. Sind wir auch wieder fit. Und dann mal rein. So. Und ich will jetzt mal was anderes ausprobieren. Und zwar, an und für sich müssten wir eigentlich ein ganzes Stückchen laufen können, die einfach ignorieren können. Aber das müssen wir erstmal testen, ob das auch wirklich hinhaut. Vor allem, wenn der Kerl uns nicht durchlässt. Na gut, da können wir noch eben backstabben, wenn er sich uns schon so anbietet. Natürlich auch mit. So, und es sind nämlich genau diese beiden, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Die kann man ja total ignorieren eigentlich. Eigentlich muss man irgendwie, genau, kann man einmal irgendwie durchkommen. So, die interessieren uns jetzt auch jetzt mal erstmal gar nicht. Jetzt wollen wir nämlich hier nochmal den Weg gehen. Irgendwas ist da gestorben, noch was gestorben. Oh, die beiden Caster sind noch da oben. Au! Das war jetzt nicht so nett. Halleluja. So, und irgendwo ist das hier. Irgendwo sollen hier nämlich eigentlich nur Sachen rumliegen, wo man sich krallen soll. Guck mal, da liegt noch was. Rötliches Wasser. Was haben wir hier? Okay. Wimmelt das dann also von den Typen? Au! Ja, hier habe ich keine Lust zu kämpfen. Was liegt da? Seele eines großen Helden. Eine Fackel. Schimmernde Lebenssteine. Was haben wir hier? Ah, eine Riesenseele. So, und ich glaube, soll hier irgendwo noch ein Schild sein. Das habe ich jetzt nämlich gar nicht gesehen. Ja, ich war mal wieder ein bisschen fies und habe geduscht. Aber nachdem man hier echt vor so einer fiesen Aufgabe gestellt wird, ich mir, da gucke ich einfach mal. Ah, Blütendrachen, bla bla bla, Schild, das ist es. So, jetzt brauchen wir aber noch mal die Seelen. Jetzt müssen wir uns auch ein bisschen sputen, glaube ich. Da sind unsere Seelen. Zack. Guck, guck. Bist du alleine oder noch zu zweit? Ich glaube, du bist noch zu zweit. Was der Not? Kann man nicht hier irgendwo? Aha. Können wir die einfach mal totschießen? Ja, wir müssen eigentlich schon mal einmal aufsteigen können. Ah, egal. Scheiß auf das Totschießen. Dann hatten wir ja auch schon soweit alles. Eigentlich überhaupt nicht mein Stil, Gegner dazulassen. Ich wollte aber noch mal eben schauen, ob hier nicht noch irgendwas zu holen ist. Ja, trau ihm nicht so. Okay. Alter. Vor allem, dass er durchhauen kann, das finde ich ein bisschen scheiße. Au. Vogel. Ja. Das ist aber schon heftig. So. Alter, ist der Typ scheiße. Na komm.
Ah. Ja, komm nicht weg. Tschüss. Aber der Nebel ist eh gleich rum. Suchen wir es jetzt nochmal hier. Aha, okay. Ja. Dann haben wir jetzt wirklich alles. Ja, das war jetzt aber auch ein Krampf hier. So, jetzt ist nur die Frage. Wo ist der nächste? Also hier haben wir ja jetzt soweit alle. Eigentlich müssten wir nochmal eben gucken, ob wir bei dem da hinten jetzt nicht wieder jetzt reinkommen tun. Das ist schon wieder so ein Ding. McCloud. Tut da eh nichts zu bringen. Nicht? Hä? Warum? Wieso? Deswegen? Oder warum? Okay. Das scheint diesmal zu funktionieren. Und ich schau jetzt mal. Wollte hier gleich fett kontern. Enderfin-Schwert. Was? Was? Ist mir ernsthaft, wieso? What the heck? Das ist mir ein Spacken. Der schlägt da durch! Willst du mich verarschen? Ja, toll. Was für ein Scheiß, ey. Was für ein Scheiß. Jetzt mal ernsthaft. Da kann man ja gar nichts gegen machen. Pieks, pieks, pieks und tot. Also das war ja wohl wirklich jetzt ein bisschen affig. Oh Mann. Gieß klar. Toll. Alles nur, weil wir das Leuchtfeuer nicht nutzen durften. Das ist das nichts anderes, als sich einen Gegner rufen, oder was? Schwachsinn. Das war mal echt ein bisschen schwachsinnig. Naja. Egal. Reicht das eigentlich zum Aufsteigen? Das weiß ich jetzt gar nicht. Gar nicht drauf geachtet. Habe ich nicht geguckt vielmehr. Ach, reicht. Gut. Tja. Was haben wir denn da noch mal? Feines, neues, tolles. Tja. Was machen wir da? Vielleicht nochmal Anpassung. Tja, wir machen nochmal Anpassung. Ich wüsste nicht, wo ich das jetzt gerade sonst reinstecken soll. So, und jetzt ich gerne nochmal zu dem hin. Und dann mal gucken, ob der jetzt auch frei ist. Ich hoffe es doch mal. Haben wir denn jetzt überhaupt schon... Ja, wo werden die jetzt einsortiert? Stimmt auch hier. Garantiert sogar. Oder auch nicht. Ist das die? Gott. Jetzt hat man hier so viele Seelen. Da soll man noch die Übersicht behalten. Ernsthaft. Ah, könnte sie das sein? Ja. Das wird sie wohl sein. Haben wir jetzt gerade mal eine Seele erst. Okay. Ich dachte, wir hätten schon zwei jetzt gesammelt. Das ist jetzt aber schon ein bisschen Kakakowski. Okay, das wusste ich gar nicht, dass sie das können. Nein. Wow, das war jetzt aber haarscharf. Das wusste ich ja gar nicht. Also kann man nicht backstabben. Das war ja eine fiese Attacke.
Lässt er sich einfach auf den Rücken fallen. So eine Sau. So eine Sau. Na, wenn es funktioniert, ne? Warum nicht? Und ich meine, das hat es. Überrascht war ich definitiv. So. Tja. Super. Also der ist es nicht. Wo könnten denn noch welche sein? Wo sind denn noch Riesen? Hat denn nicht einer der Ritter sogar an einen gelehnt? Hier so? Bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Ich glaube, ja. Könnte gut sein. Müssen wir mal eben Luki Luki machen. Er ist schon tot. Das ist schön. War das hier? Also, hier ist es auf jeden Fall, aber... Nee. Das ist keiner. Na gut. Ich dachte, das wäre auch einer gewesen. War denn hier überhaupt noch einer in der Nähe? Hier war keiner. Nee, da war keiner. Da oben war nur der Scharfschütze, der uns ja egal sein kann. Dann gehen wir einfach mal hier weiter. Ein Hüllinfanteriehelm. War denn hier irgendwo noch einer? Auch nicht. Ja, hier ging es ja wieder hoch. Arschi. Klatsch. Hier war doch nirgends einer. Ach ja, warte mal. Da macht's mir gerade Bimmel-Limmel-Limmel-Im. Ich glaube, ich weiß noch, wo einer war. Da müsste man nochmal erstmal wissen, wie man da hinkam. Wie war denn dies? Wie war das? Wie war das? Hier kam man nicht mehr weg. Oder? Ne, das war ja nur für die Kiste. War denn das? Dieser Verfolgertypi, der sich vom Adler hat runterwerfen lassen. Ich glaube, der hatte damit zu tun. Die Frage ist, wie war das noch, wie man zu dem hinkam? War das hier bei der Schildkröte durch? Das könnte sogar sein. Aha. Hier war es nicht. War das hier? Mach auf dein Schild. Ey. Jungs, macht keinen Scheiß hier mit mir. Werdet mir hier gerade ein bisschen viele. Au. Da war die Ausdauer alle. Na. Und verstehst du dich? So, war das hier?
Mir gerade nicht sicher. Ja, ich glaube, hier war das, genau. Genau. Da sind wir richtig. Und hier war das doch irgendwie. Hier war doch noch einer. Genau, da hinten ist er. Da hinten ist er. Da wollten wir hin. Dum, 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 dum. Siehst du, mit ein bisschen Nachdenken fällt eins doch ein. So, wo kommen wir denn jetzt hin? Wieder zu diesem Angriff. Scheint ja alles mit diesem Angriff zu tun zu haben. Okay. Interessant. Interessant. Hier dann richtig. Die sehen aber auch schon nicht mehr ganz gesund aus. Und vor allem stecken eine Menge weg. Was ist denn hier los? Tatsache. Wow. Wow. Habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Dass die jetzt so reinzimmern. Naja. Sind da andere da? Und weg mit dir. Aha. So. Nochmal heilen. Und dann bin ich mal gespannt, was hier versteckt ist. Pharao-Gegenstand haben wir ja noch. Bum, bum, bum. Joa, rein damit. War klar. Okay. Scheinbare Wand. Mag es ja nicht. Ja, jetzt haben wir eine 50-50-Chance, quasi. Ich bin auf der Hut seit mir ein, zwei Mal erwischt worden von den Dingern. Ja, wir haben keine mehr. Okay, die sind jetzt nicht doof. Kann man die so benutzen? Ah, die kann man so benutzen. Ja, dann sage ich nur Danke. Das ist echt. Falle. Na, Falle. Händler. Vision von Händler. Ah ja. Oha. Ganze Stahlsachen. Gut. Nach oben würde ich sagen. Hier. Okay. Was ist da los? Wow. Treibt es mal nicht. Ja. Na? Was ist das? So ineffektiv. So, besser. Viel besser. So, jetzt haben wir noch einen Keulenträger. Da habe ich dich jetzt aber fies erwischt, oder? So, komm her. Chili. Zack. Und weg. Ja. Gut. So, aber Glück gehabt. So. Ist hier noch irgendwas?
Was ist jetzt passiert? Ja, und du? Schatz voraus. Wo denn? Ach du Kacke. Da sind wir runter? Nee, jetzt ernsthaft? Das ist viel zu tief. Das Ding haben wir doch benutzt. Tja, und schon werden wir rausgeschmissen. Also irgendwie ist das scheiße. Also alleine das mit dem Rausschmeißen schon, das ist so ein Schwachsinn. Fällt mir überhaupt nicht, wirklich. Vor allem jetzt ist das Schwert so im Eimer. Ja, hier war ja nur das, wenn man weiterkam. Jetzt müssen wir gleich das Schwert wechseln. Na super. Was ist denn das für ein Scheiß? Das ist keine tolle Erfindung, diese Sachen hier. So, das heißt, jetzt brauchen wir nicht mehr nach oben, würde ich jetzt sagen, oder wie? Ich hatte, man muss es doch. Jo. Schönes Ding. Was hat der denn? Kopf irgendwo drin. Jo, das war natürlich super getroffen. Perfekt, so muss das sein, echt. Aber jetzt gerade natürlich ganz gut. Wenn er so nicht trifft. Tja, dann machen wir beide halt einfach mal kaputt. Da liegt was. Seele eines großen Helden und ein Seelengefäß. Was war denn das Seelengefäß nochmal? Hopp, Stolzenritter, ja, ja. Schießt ihr, Mann. Juckt mich grad nicht. Aua. Was ist deine Pfeile, wo sie sind? Ja, jetzt ist es schon soweit. Gib mir das. Was muss man ein Schild machen? Dumm. Da liegt auch noch was. Perfektes Dämmerungskraut. Ja, echt toll. Das ist echt ein bisschen. Ach, schau mal einer, guck. Da ist ja auch noch einer. Ja, und nu? Ja. Ist doch irgendwie. Ja. Halt so. Nerv mich nicht. Trink was. So. Da haben wir noch eine Seele. Das heißt, wir müssen in die andere auch noch mal rein. Okay. Das heißt, das ist eigentlich nur unser Ziel. Diese blöden Seelen sammeln. Okay. Ich wette, da ist auch noch irgendwo irgendwas. Ach nee, halt. Da war das. Jo. Ich weiß, dass du auch noch da bist. Du willst auch eine Behandlung haben. Kommst eh. Und perfekt. Ja. So. Hoch. Immer weiter hoch. Jetzt hab ich das aber mit dem Schatz noch nicht so ganz gerafft. Guck mal, die Luft. Ah, dann schon entdeckt. So. Klatsch. Christus. Aber so richtig.
dreckig, wie du es brauchst. So, was mich macht. Ich mach das. So geht das. Zack. Ja, genau. Ihr Schweine. Wo seid ihr denn drauf? Genau. Oh, die. Das finde ich einen Plan. Ganz querbeet geschlagen hier. Die sind ja. Das Schild einfach oben. Exakt. Du oder Drecksack. Der Aschenebel lichtet sich. Ah, benutzt ist der schon. Da ist aber noch was. Wie kommt man denn da hin? So. Schnell, 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 schnell. Und damit. Schnell, 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 schnell. Nein. Oh. Aber. Ach so. Mhm. Dann kann man da rein. Hm. Haben jetzt aber nur noch zweimal Estus. Das ist doof. Das heißt, das wird dieses Mal nichts mehr. Wird schon interessieren, was da noch ist. Was war denn hier eigentlich noch mal? Ja, eine Kiste. Okay, dann lassen wir jetzt den Baum jetzt erstmal außen vor, würde ich jetzt sagen. Der interessiert uns jetzt erstmal nicht mehr. So. Dum, dum, dum. Scheiß auf die Gegenstände. Erstmal. Kann man sich hier vielleicht später nochmal organisieren. Jetzt wollen wir erstmal nur die Riesenseelen haben. So, wie ging's dann? Da ging's zurück. Tja. So kann's gehen. So, die hatten wir. Welche uns noch fehlt? Ist immer noch die eine bei dem Anfang, bei dem Königstor. Also wo wir angefangen haben. Dum, 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 dum. Einmal wieder Schwertwechselohren. Und zwar die hier. Zack. Der fehlt uns immer noch. Bin ich ja mal gespannt. Das jetzt hinkriegen. Jupp, wissen wir, kennen wir. Gib uns. Hopp, hopp, hopp. Das heißt, hier muss er irgendwo. Da liegt er doch. Direkt. Oder ist es der? Der ist es nicht. War er schon immer da? Bin mir gar nicht so sicher. So, wir haben auf jeden Fall das Muss gemacht. Wenn er jetzt nochmal schießt. So. So. Du Arsch! Ach, na klar. Das war schon fast klar, dass das nicht treffen wird. So. Sieht's hier aus. Ja, sauber. Seelen bekommen wir auch direkt. Hier ist nichts. So, liegt hier irgendwo einer? Nein. Was ist hier? Da. Da ist sie. Die haben wir vergessen. Dann zurück. So, jetzt fehlt uns nur noch eine. Eine einzige. Das hat mir jetzt nochmal merkwürdig angehört. Wir haben eigentlich noch diesen Königsunnahme nicht mehr an, oder? Nee. Gut. Und zwar, ich bin immer noch der Meinung, hier. Der eine. Kann ja nur noch der sein.
kann ja nur noch der sein. Ja, das war klar. Naja. Mal sieht das so aus. Och Mensch. Professionell wie eh und je. So. Das auch noch. Meine Güte. Also schlechter wäre nur noch der Tod gewesen, würde ich sagen. Oh Mann. Das war schon echt nicht gut. So. Jetzt funktioniert. Also der scheint es nicht zu sein. Nun gut. Dann können wir aber trotzdem eigentlich nochmal nach Majora reisen. Weil wir jetzt nämlich schon wieder genug Seelen hätten. Und uns noch eine Seele reindrücken. Halt. Wir hatten ja jetzt wieder so einiges. Können wir mal hier den hier machen. So. 82. Jo. Haben wir ja hier. Komm, einer mit. Nicht lang schnacken, Kopf und Nacken. So, dann lasse uns mal bitte aufsteigen, liebe Dame. Und zwar einmal in Vitalität, einmal noch in Anpassung und dann nochmal einmal in Intelligenz. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Zack. 7000 noch über. Können wir da noch irgendwas Sinniges mitmachen? Glaub auch schon fast nicht. Was ist denn das überhaupt für ein Schild? Mit einem Drachenschild, naja, ne? Naja. Tja. Hä, wir hatten ja jetzt hier noch so einiges bekommen gehabt. Wo waren denn die Eisensachen? Ja, Stahl. Nicht Eisen, sondern Stahl. Ah, nee. Nee. Aber den hier. Auch wieder glitzerndes. Müssen wir natürlich zweimal aufrüsten. Aber dann hat er da schon vernünftige Werte. Na gut. So. Aber jetzt mal. Ich glaube, jetzt reicht er noch nicht. Noch nicht. Aber er hat immer schon, immerhin schon bessere Resis in einigen Bereichen. Aber der wird auf jeden Fall besser werden, letzten Endes. Gut. Dann würde ich jetzt aber trotzdem sagen, dass wir wieder am Ende dieser Folge angekommen sind. Ich hoffe, ihr habt soweit Spaß gehabt und ja, eine Seele brauchen wir ja noch, oder? Ich schaue nochmal eben nach, ob ich damit jetzt richtig liege. Ja, wir haben 3 Stück, also eine Seele noch und die holen wir uns dann in der nächsten Folge. Also, bis zum nächsten Mal.